So, und nun zum letzten optionalen Extrahäppchen in diesem Hefteintrag. Und zwar zur Gravitationskraft, wenn wir uns in den Erdmittelpunkt bohren. Das Erste, was wir leicht feststellen können, ist, dass wenn wir genau im Erdmittelpunkt wären, dann würde uns, nehmen wir an, dort wäre ein kleiner Hohlraum, dann würde uns die Erde ja von allen Seiten ziehen. Das heißt, ein Teil der Erde ist jetzt überhalb von uns und der würde uns nach oben ziehen. Ein Teil ist unterhalb von uns und würde uns nach unten ziehen. Ein Teil links, ein Teil rechts. Und das würde bedeuten, wir wären insgesamt schwerelos, weil wir in jede Richtung gleich stark gezogen werden. Das Einzige, was passieren würde, ist, dass wir ein bisschen aufgebläht wären, weil wir ja in allen Richtungen an uns nach außen gezogen wird. So. Das heißt, am Ende muss Gravitationskraft 0 entstehen, wenn wir uns reingebohrt haben. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, wenn wir uns nur ein Stückchen in die Erde gegraben haben? Die Antwort wird sein, dass wir so stark angezogen werden, wie die Kugel, die jetzt noch unter uns wäre. Also, wir stellen uns eine Erde vor, bei der der Mantel wegfällt. Eine sehr schön runde Erde. So. Bei der der Mantel außen wegfällt. Und diese gestrichelte Erde wäre dann die, die Gravitationskraft auf uns ausübt. Jetzt machen wir eine zuerst sehr vereinfachte Betrachtung. Und zwar, wir können jetzt die Erde in zwei Teile teilen, in den Teil, der uns nach oben zieht, und der Teil, der uns nach unten zieht. Also dieser Teil hier nach oben und ab hier nach unten. So, insgesamt ist jetzt natürlich das nach unten ziehende noch im Übergewicht. Das heißt, wir werden schon noch nach unten gezogen. Das heißt, wenn wir uns ein tiefes, tiefes Loch graben, ist es so, dass wir immer noch dort auf dem Boden stehen, aber leichter geworden sind. Das heißt, immer im Keller wiegen. Macht kaum Unterschied, aber trotzdem der Psyche wiegen. Jetzt habe ich aber behauptet, dass sich ganz viel aufhebt. Das können wir jetzt folgendermaßen anschauen. Ich mache die ganzen Striche weg, die sind uns nur im Weg. Also, wir sehen uns jetzt an, was wir für Stücke haben, die uns immer in dieselbe Richtung ziehen. So, und mal jetzt mal so ein Zylinder. Zack. So, dieser Zylinder hier zieht uns zum Beispiel exakt senkrecht nach oben. Und wenn ich jetzt diesen Zylinder hier mit dem Strahlensatz erweitere, so, dann ist es dieser Zylinder, dann ist dies der passende Zylinder, der uns dafür nach unten zieht. Und jetzt behaupte ich, dass dieser Teil hier quasi, dieser hier, zieht uns genauso stark nach unten, wie uns der obere hier nach oben zieht. Und die heben sich genau gleich auf. So, das ist natürlich eine sehr, sehr dreiste Behauptung. Aber wenn die stimmen würde, dann könnte ich hier immer meine Zylinder malen. So, und dann hier das Gegenstück dazu. Und dann könnte ich immer sagen, dass sich diese Teile aufheben. Und dann würde nur noch die Erde innen übrig bleiben. Und genauso ist es auch. So, warum? Dieser Zylinder hat ein bestimmtes Volumen, das uns anzieht. Und der gegenüberliegende Zylinder hat ein viel größeres Volumen, das wegzieht. Dafür haben wir aber folgenden Effekt. Der Zylinder unten ist ja auch viel weiter weg und der oben ist viel näher dran bei uns. Das heißt, die Masse von unserem Zylinder mit dem Volumen 1 ist kleiner, aber viel näher, während die Masse vom Zylinder mit dem Volumen V2 viel größer, dafür weiter weg ist. Und dieser Effekt scheint sich ganz, ganz genau aufzuheben. Und das können wir uns so erklären. Wenn der jetzt doppelt so weit weg ist, dann wüssten wir durch den Strahlensatz, weil hier habe ich ja den Strahlensatz verwendet, also ich habe ja das verlängert, dann wüssten wir durch den Strahlensatz, dass die Längen hier alle doppelt so groß wären. Wenn jetzt aber die Längen doppelt so groß sind, dann habe ich ja hier einen Kreis mit doppeltem Radius. Und wenn der den doppelten Radius hat, dann ist die Fläche ja viermal so groß, also quadratisch größer. Das bedeutet, das hier ist alles eine starke Vereinfachung, gell? Das bedeutet, dass dieses V2 hier
das quadratische Volumen hätte. So, wenn das jetzt also das quadratische Volumen hat, hebt sich das ja perfekt auf mit der Gravitationskraft, weil die Gravitationskraft nimmt quadratisch ab, je weiter ich weg bin. Das heißt, ich habe quadratisch so viel Volumen, aber mit nur einem 1 durch quadratischen Anziehungseffekt. Und deswegen hebt sich das exakt auf. So, das war nur eine ganz grobe Erklärung der rechnerischen Nachweis. Ist ganz, ganz schrecklich und den müsst ihr erst in der Uni machen. Die coole Erkenntnis ist einfach, ihr könnt euch eine kleinere Erde vorstellen und die zieht genauso an, wie, ja, wie ihr halt im Inneren der Erde angezogen werden würdet, wenn ihr euch so tief gegraben habt.